So, ja, da sind wir wieder zurück. Zurück beim Surgeon Simulator 2013. Wir haben noch einiges vor. Einerseits wollen wir endlich die Herz-OP schaffen. Endlich, da wir wie so selten vom Magen davon abgehalten wurden, sie erfolgreich zu bestehen. Ich muss sagen, der ist für mich inzwischen so ein schwarzes Tuch, der Magen. Also der ist. Ich hasse den Magen. Jetzt mal weg mit dem ganzen Mist hier. Was der alles auf. Nee, 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 nee. Weg. Weg. Kommt weg. Hey, das sah lässig aus. So. Die Pillen können wir leider nicht schlucken, weil ich keine Möglichkeit sehe, die in den Mund zu kriegen. So, das war geschickt geworfen. Vielleicht landet es ja mal richtig rum. Oder es landet so, dass wir es überhaupt nicht mehr aufheben können. Das ist natürlich auch kein Problem. Können wir die noch irgendwie wiederbekommen? Ich glaube, wenn man es geschickt macht, kann man sie so rüberwischen. Aha. Reicht es? Ja, so einigermaßen. So. Wir haben sie schon mal wieder drüben. Das Problem ist, sie liegt immer noch falsch rum. Und ja, es ist immens wichtig, dass wir die da jetzt reinbekommen. Nochmal fallen lassen, bitte. Fallen lassen. Fallen lassen. Auch nicht schon wieder. Ah, so ist perfekt. So ist perfekt. Jetzt verhaue ich es wahrscheinlich wieder auf irgendeine Weise. Na, obwohl, sieht schon nicht schlecht aus. Komm, geh rein. Geh rein. Geh rein da. Wir richten einfach die Hand ein bisschen weiter nach oben. So weiter hoch geht nicht. Na gut, dann aber langsam. Nee, so wird das nichts. Mach die Hand mal gerade. Mach die Hand gerade. Ja, nee. Komm schon. Aha. Ja, und wir haben jetzt irgendein Dungeon-Spiel hier oben. Aber ich fürchte, da kann man nicht viel dran machen. Also, ich habe schon probiert, hier auf der Tastatur rum zu tippen und alles. Es bewirkt nichts. Was recht schade ist. Also, es ändert nichts am Spielverlauf. Außerdem scheint er alles automatisch zu machen hier. Gut, wollte ich nur mal eben zeigen. Und wir probieren nochmal die Herztransplantation bei Bob. So, und da wir jetzt alles schon einigermaßen kennen, machen wir einfach mal ein bisschen so. Kopf zudecken, damit du nichts siehst. Achso, du schläfst eh. Was? Unhöflich. So, nehmen wir wieder den Bohrer. Der hat ja das letzte Mal ganz gut funktioniert, denke ich. Ganz vorsichtig. Oh, nicht in die Lunge bohren. Nicht in die Lunge bohren. Jetzt ganz leicht runter. Nochmal. Das war gut. Nochmal leicht runter. Nochmal. Der war auch gut. Wir sollten möglichst wenig dabei in die Lunge oder in die Seitenwände bohren, da das nochmal, ich glaube, zu einem größeren Blutverlust führen kann. Ich glaube es nur, ich weiß es nicht. Es ist alles nur eine Vermutung. So, das ist weg. Es scheint ein Knochenbohrer zu sein. Scheint jemand sehr gut dafür geeignet zu sein, auch wenn der Patient sehr viel Blut gerade verliert. Ich packe das mal eben weg. Auch wenn ich fürchte, dass er sich dann wieder wegdreht. Ja. Gut, das war der Bohrer. Den haben wir damit leider nicht mehr. Aber wir müssen dem Patienten sowieso jetzt schnell eine Spritze geben, was leider nicht geht. Ach, das schon wieder. Können wir es mal eben hier dran pieksen? Hallo? Danke. Dafür ist die blaue Spritze nebenbei. Merkt nicht, um sie dem Patienten zu geben, sondern um sich selbst zu kurieren, falls man sie sich geben sollte. Jetzt nimm die Spritze! Keine Lust, ist der jetzt schon wieder verblutet, so, obwohl wir noch nicht mal angefangen haben. Hallo? Die Spritze liegt doch da. Nimm sie doch einfach. Dieser Arzt ist so schlimm. Es ist einfach. So, ein bisschen nach da, jetzt zugreifen. Langsam, geduldig. Wir haben alle Zeit der Welt. Nur keine Hektik. Komm schon, gib sie ihm. Gib sie ihm. Und komm, gib sie ihm doch nochmal. Du sollst ihm doch nur die Spritze nochmal geben. Wo ist das Problem? Er verliert immer noch 1 Milliliter. Hallo? Die Spritze ist doch in der Hand. Wo ist das Problem? Gut, dann verliert er halt 1 Milliliter, kann ich offenbar nicht ändern. Ne, nach ganz rechts zu gehen ist eine doofe Idee. Wir machen es einfach mal so, wir hauen dieses Glas mal aus dem Weg. Und legen sie jetzt vorsichtig hier hin. Das gibt's doch gar nicht. Die Spitze war doch gar nicht in unserer Richtung. Weg mit dem blöden Glas. So, jetzt nochmal bitte pieksen. Danke. Sollte uns nicht mehr allzu oft passieren, sonst könnten wir Probleme bekommen. Die Knochensäge.
sagen wir so, ist absoluter Scheiß. Um es mal dezent zu sagen. Weil man damit die Knochen nicht wirklich kaputt bekommt. Also, weg mit dem Mist. So. Jetzt probieren wir mal die Säge hier. Verdammt. Ich sollte erst wieder das Herz eigentlich rausnehmen. So. Bleibt das Ding auch offen? Ja, gut. So, jetzt aber. Na, vielleicht brauchen wir auch die Scheren nachher, um den Darm durchzubekommen. Ich weiß es nicht. Und wir bekommen die Säge schon nicht mehr. Ach, wir greifen einfach ins Sägeblatt. Das sollte kein Problem sein. So. Ein bisschen nach vorne, bitte. Jetzt aber. Gut. Jetzt. Ja. Ja, sieht gut aus, weiter. Der Patient verliert immense Mengen an Blut und aber. Komm schon, komm schon. Sehr gut. Weg mit der Säge. Eben noch schnell die Rippen weg und danach geben wir ihm schnell eine Spritze. Die Rippen einfach nur weg, weil die im Weg sein könnten bei der Spritze. Und jetzt vorsichtig, die Spritze. Nein, die Spritze. Gib mir die Spritze. Vorsichtig. Hast du sie? Nein. Gut, den Zeigefinger bitte auch benutzen, das ist eine gute Idee. Drehen und stechen. Drehen, stechen, stechen. Gut, wir haben noch ungefähr die Hälfte Blut und dann haben die erst die Rippen raus. Das ist noch nicht allzu viel. Aber das Interessante ist, die Lungen kann man einfach rausnehmen, ohne dass es irgendwelche schwerwiegenden Folgen hat, wenn ich das richtig verstehe. Also es zieht überhaupt kein Blut ab oder sonst was. Die liegen da einfach so als Polster drin. Das ist halt Schaumstoff, die braucht niemand. Und deswegen kann sie auch einfach raus. Der Magen ist eben problematisch, weil man ihn erstens nicht zu fassen kriegt und zweitens auch noch an der Speiseröhre das Ganze hängt. Jetzt komm raus da. So eine dehnbare Leber hätte ich auch gerne. Sieht eher aus wie ein Schuh irgendwie. Naja, wir wollen jetzt nicht über die Konsistenzen von Lebern anderer Leute reden. Das gehört sich nicht. Und ich fürchte, den Magen kann man auch einfach nicht einfach so rausreißen. Das geht nicht. Leider. Und außerdem kann man ihn nicht sehr schlecht greifen, das habe ich auch festgestellt. Aber was jetzt mal meine Idee wäre, wir nehmen kein Skalpell, sondern probieren es mal mit der Schere hier vorne. Wenn wir sie denn bekommen. Nee, liegt zu weit weg. Gut, also doch das Skalpell, weil uns einfach nichts anderes mehr überbleibt. Wir könnten auch mit dem Hammer draufhauen, aber ich habe so das Gefühl, es wird nicht viel bringen. Wir können es aber nicht probieren, weil der Hammer einfach plötzlich akrobatische Meisterleistung vollführen möchte. Weil er gerade im Turnen gewonnen hat. Komm schon, das sieht doch gut aus. Ja, sehr gut. Wir haben die Speiseröhre soeben getrennt vom Magen, ich meine von dem Mund. Ja, Mund ist es, ne? Wieso haben wir eigentlich ein Glas eingefügt? Ich glaube, das war nicht in der OP vorgesehen, aber naja. Bitte noch ein bisschen tiefer. So kriegen wir das nicht. Greif tiefer rein, blöder Arzt. Können wir nicht so jetzt ein bisschen nach rechts und jetzt zugreifen? Ja, es geht schlecht. Man kann ihn einfach nicht gut greifen. Das ist furchtbar. Ich glaube, haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Und jetzt wieder das angesprochene Problem da. Und zwar, die Bronchien halten ihn fest. Also ich habe ihn in der Hand, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Das Problem ist wirklich, die Bronchien halten den Darm fest. Und ich habe auch. Ah, jetzt sind wir, also jetzt haben wir ihn wirklich, aber. Er geht wirklich nicht ab. Also ich kann hier drehen, wie ich will. Es passiert überhaupt nichts. Ich probiere es mal wirklich wild, hier alles zu drehen und so. Deswegen hört ihr auch dieses leichte Schleifen vielleicht im Hintergrund. Es kommt von der Maus gerade. Aber sieht nicht gut aus, was das angeht. Kommt schon. Vor allem, ich komme jetzt auch gar nicht mehr los. Das habe ich inzwischen schon losgelassen. Es passiert nicht. Jetzt hätte ich wirklich gerne nochmal den Hammer, einfach um zu gucken, ob ich vielleicht die Bronchien durchschneiden kann, aber. Das ist wohl nicht der Fall. So, nehmen wir nochmal Skalpell und probieren es. Weil was anderes mir gerade nicht mehr einfallen möchte. Also, der Magen ist wirklich das, was mich jedes Mal bisher davon abgehalten hat. Jedes Mal. Außer ganz am Anfang, da ist er schon vorher gestorben. Der Patient. So, probieren wir es nochmal. Spritze. Spritze. Danke. Und stechen. Stechen. Stich sie ihm rein.
Aber hart, bitte. Danke. So, das war die Spritze. Das Problem ist, eigentlich müssen wir nur diesen Magen rausbekommen und das ist bisher... Toll. Danke, dass ich die Spritze jetzt auch noch in der Hand verbargen muss. Jetzt haben wir sie nämlich nicht mehr. Es ist teilweise wirklich ärgerlich. Und jetzt habe ich schon wieder den Darm... Oh, 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 oh. Er ist ein bisschen... Er hat sich auf jeden Fall bewegt. Das ist schon mal gut. Vielleicht kriegen wir ihn ja jetzt mal. Dieses blöde Glas ist im Weg. Habe ich ihn? Nee. Komm runter. Greif es dir. Greif dir den Scheiß. Komm schon, du schaffst es, Medic. Hm. Warum denke ich in solchen Situationen immer an Schinken? Okay, der Hem gleich Schinkenwitz ist langsam ein bisschen alt. War das überhaupt Schinken oder war das einfach Fleisch? Nee, Meat war Fleisch, genau. Ja, my English is really the yellow from the egg und so, ne? Und, ah, nun nimm doch diesen Mist da raus. Ah. Er will auch wirklich nicht, also das ist so ein Krampf. Diese blöden Bronchien, das ist das Letzte. Da hängt so ein, man sieht nicht mal, als sie da dran hängen, aber es hängt da nun mal dran. Oh. Haben wir jetzt gerade losgelassen oder ist er tatsächlich durchgekommen? Nee, er ist nicht durchgekommen. Oder halte ich mich jedes Mal in den Bronchien fest direkt? Ich glaube nicht, aber es könnte ja sein. Komm schon. Okay, ich komme auch überhaupt nicht mehr weg von dem Ding. Das Problem ist, ich glaube, das ist auch fast die einzige Schnittstelle. Ich könnte es nochmal probieren, direkt am Magen abzuschneiden. Das Problem ist nur, wenn ich das mache, wird der Patient wieder anfangen zu bluten. Und da die Spritze inzwischen weg ist... Okay, ist eh zu spät. Aha. Damit wäre die Speiseröhre weg. Und uns hindert nichts mehr auf den nichts mehr hindert den offenen Blick aufs Herz. So, du mieses Ding. Du mieser, großer Gartenschlauch. Du hast mir die Mission hier jedes Mal versiebt. Jetzt wirst du dafür büßen. So. Und zwar werfe ich dich in ein Gefäß mit Wattestäbchen. Zur Strafe. Sieht aus wie so ein Absaugschlauch vom Zahnarzt irgendwie. Und was ich mich auch gerade frage, ist, wie viele der Adern müssen wir eigentlich abschneiden? Ich glaube nur die zwei, die gerade pochen. Immerhin müssen wir auch das Herz noch entfernen. Und ich fürchte, das könnte jetzt auch noch unser Scheitern verantworten, dass wir nämlich jetzt das nicht hinbekommen. Haben wir irgendeine durchtrennt? Ich glaube nicht. Müssen wir noch ein bisschen besser zielen, mal irgendwie. Komm schon. Wie viel soll ich denn da noch sinnlos drin rumrühren, ohne was zu treffen? Aha, eine haben wir, glaube ich, durch. Oder haben wir alle durch? Das Herz liegt zumindest still da. Wir könnten es mal probieren. Oh mein Gott, ist das aufregend. Vielleicht haben wir es tatsächlich geschafft. Ich glaube zwar noch nicht so recht dran. Doch, das Herz ist draußen. Weg mit dem alten Teil. Jetzt ganz vorsichtig, das neue. Wir haben noch massig Zeit. Wir nehmen das einfach so. Jetzt vorsichtig da rein. OP abgeschlossen. Sehr gut. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben zwar nur ein D bekommen, aber das soll für mich reichen. Ich finde es gut aus. Der wird bestimmt überleben. Wir haben es geschafft. Weiterspielen. Sehr schön. Wir haben zwar eine Menge Blut verloren, ein bisschen zu viel Zeit wahrscheinlich auch gebraucht, aber wir haben es endlich geschafft und nun wird es schwierig, habe ich gehört. Um nicht zu sagen, sehr schwierig, aber das sehen wir erst beim nächsten Mal, wenn wir die Nieren herausnehmen. Nierentransplantation mal zwei, das heißt, wir müssen sogar zwei Stück rausnehmen. Gut, bis dahin. Tschüss, Sikorski.